Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Minecraft Dungeons. Und wir sind das letzte Mal hier in den in dieser Schmiede oder in diesen Minen stehen geblieben und ich habe ja gesagt, wir machen dann heute genau an der Stelle weiter. Ich musste zwar jetzt nochmal dieses kleine Stück Weg, was man da hat, nochmal gehen, aber gut, es waren jetzt halt wirklich nur ein paar Meter, aber jetzt sind wir natürlich wieder beisammen und jetzt geht's auch weiter und ich bin echt gespannt, was uns hier drin erwarten wird, aber ich denke, etwas Furchteinflößendes hier mit diesen Golems. Oh Mann. Ich mag Golems nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Oh ja. Da sind jetzt mal richtig heftige Gegner, glaube ich auch. Ah, und ich habe ja mein spuckendes Tierchen mit dabei. Lemmy. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Lemmy, unser Lama hier. Oh, TNT, das ist gut. Ja gut, allzu viele habe ich glaube ich nicht erwischt jetzt damit, aber ist okay. Was machen die, ne? Nö. Wäre ja auch interessant, ne? Wenn man da irgendwas noch machen könnte zusätzlich. Aber hier ist sonst nichts weiter. Wir gehen auch noch auf der anderen Seite nochmal zurück. So, komm, Lemmy. Moment, sie können da ja Truhen sein, wie man sieht, ne? Ja, aber da ist nichts weiter. Okay. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf den großen Kampf dann am Schluss von diesem Level. Die könnten mal ruhig ein bisschen mehr... Oh, nee. Die könnten ruhig mal ein bisschen mehr Pfeile und sowas drücken. Oh Gott, nein. Ui. Na gut, der ist jetzt ja noch nicht so stark, aber ich denke mal... Ups. Ich denke mal, wenn es da dann richtig rund geht, wenn da vielleicht zwei dann kommen oder so, wird es ein bisschen schwieriger sein. Oh Mann, da hinten. Nee. Wo ist denn dieser blöde Magier? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ich hoffe immer auf die versteckten Truhen, ne? Ich mach jetzt mal schnell. Achso, Heiltrank ist noch nicht. Warte mal, Y kann ich ja auch nutzen. Aber auch nicht wirklich, ne? Da ist... Ah, doch. Seht ihr mal, ne? Also man muss echt bis in die Ecken reingehen. Ich nutze jetzt mal lieber den Heiltrank. Schauen wir mal ganz kurz rein. Okay, also das Ding ist auf jeden Fall schwächer, das ist klar. Die Rüstung, ja, die ist... gleichwertig, würde ich jetzt mal sagen. Das hat Gesundheitssynergie und elektrisiert. Also Gesundheit zurückerhalten. Und da ist es verursacht 74 Schaden. Okay, was haben wir hier? Geschwindigkeitssynergie und Nahrungsmittelreserven. Na gut. Verursachst du Höhe und Feuer- und Nahkampfschaden? Verursacht 10 Feuerschaden pro Sekunde. Achso, ne, das ist die Flammenspur. Okay, also ne, das Ding werde ich vernichten. Das braucht man nicht. Jetzt habe ich gedacht, da ist was. Dann schauen wir mal das hier. 25 Nahkampfschaden. Schwächt Gegnerangriffe. Zuverlässige Kombo. Die Herkunft dieser tödlichen Klinge ist im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten. So, da habe ich halt einen recht weiten Angriff auch, ne? Extra Schaden gegen Untote noch zusätzlich.
und Entschlossen und Echo 36 bis 53. Da habe ich halt nur 25. Ich weiß nicht, warum die als Stärke angezeigt wird. Vielleicht wegen den Verzauberungen, ich weiß es nicht. Smaragde ist mir wurscht. Entschlossen, okay. Frost, naja, also Entschlossen wäre dann das Einzige. Hier der Schürfer. Giftwolke, Zerschmettern. Uff, nö. Also da denke ich auch, die werde ich zerstören, weil so viel ist die nicht wirklich besser. Und es kommen noch andere Waffen, also von daher mit der Cleave ist es jetzt halt am besten, denke ich. Weil die halt auch eine große, große Range hat. Ja, also die Range ist schon gut. Hier. Yes. Was sind denn diese? Da. Ja, diese Explosivgeschosse, die sind schon cool, ne? Oh yes, mein Hammer, cool. Aber gut, der ist schlechter. Oh, also die Ecke verheißt nichts Gutes hier. Da noch lang gehen? Ja, aber da ist auch nichts. Okay. Yes. Oh. Diese blöden Säulen wieder. Ich hasse sie. Mensch. Lemmy. Läuft halt genau da rein in diesen Explosionskreis, ne? Da ist er. Alter. Das war knapp jedenfalls. Oh, das war knapp jedenfalls. Tja, da dürfen wir wohl nicht rüber. Aber trotzdem nochmal in die Ecke gehen. Ich muss öfters mal. Oh, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, ne? Wieder auf die Karte geguckt, anstatt nach unten. Da auch keine Kiste? Nichts? Jetzt trinke ich doch nochmal den Heiltrank. Ui. Ich hasse ihn, ehrlich. Ich weiß nicht, was das sind eigentlich für. Also irgendwelche Magier halt auf jeden Fall. Die da immer diese Säulen. Ah! Die da immer diese Säulen auftauchen lassen. Na, man muss schon echt bis in die Ecken reingehen, ne? Das ist der Hammer. Also es bringt nichts, wenn du da mal ein bisschen hingehst, sondern man muss wirklich in die Ecken rein. Was ist denn los, Lemmy? Spuck doch mal ein bisschen mehr. Okay, ist Zimmer soweit vollgefüllt? Ich glaube schon. Pfeile sind auf jeden Fall gut. Mal was essen. Ich würde sagen, wir laufen halt mal so hier
die verschiedenen Ecken ab. Ah, verdammt, diese Explosivdinger hier. Ich hasse es. Da ist er. Ich muss natürlich in jede Ecke gucken, ist das klar. Oh ja, das sind die Dinger. Wo ist der da? Oh je, Golem. Oh, verdammt. Löse halt dieses Ding aus. Normalerweise kann man diese Säulen ja dann auslösen. Yes. Weil das schadet nämlich diesen Redstone-Golem auch richtig gut. Alter! Ah, gut. Hallo, ey, echt Wahnsinn. Wir müssen quasi alle von diesen Dingen hier auslösen. Das Blöde ist halt, die hauen immer so Flammen raus. Von daher natürlich immer schön in Deckung gehen. Oh verdammt, ey, ist so warm hier. Aber ihr wisst ja selber, hier bei über 35, 36 Grad. Der Ventilator, der läuft auf Hochtour. Achso. Ja, da hinten haben wir noch eins. Lemmy! Bleib halt nicht in diesem Ding stehen! Wo kommen jetzt die dummen Marker her? Wieder einer von diesen Zaubertypen. Ah! Was haben wir jetzt hier so viel Hämmer, gell? Oh yes, Levelaufstieg ist immer gut. Ich hasse euch. Pfeile habe ich eigentlich genug, ne? Yes. Na, diesmal war er doch ganz okay. Oh, da steht eine Truhe und ich habe sie nicht gesehen. Frechheit.
Ey, da muss man echt so aufpassen. Ich meine, es kann ja einfach nur Dingsen da sein. Einfach nur so ein... Tja, und da sind sie geflogen. Es kann ja auch Rüstung drin sein, die ganz gut ist. Warum sind denn jetzt da so viele Zauberer, verdammt? Ich meine, die sind nur mit einem Hieb weg, ne? Aber trotzdem. Warum? Er ist 379 von den Pfeilen. Oh, ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt jetzt. Steine. Aber ist egal, ich würde jetzt mal die Zeit schnell nutzen. Mal kurz reingucken. Aber da ist nichts wirklich... Die haben halt keine Range, ne? Großer Spritzer, ne? Super. Du bist mir vielleicht ein großer Spritzer. Okay, das war's. Also alles zum Verballern. Und das Geld, was wir kriegen, das nutzt uns eigentlich auch nicht wirklich sehr viel. Außer halt, dass wir es haben, ne? Warte mal, da hinten geht's weiter. Dann gehen wir erst mal in die Sackgasse rein. Okay, da war jetzt nichts. Hätte ja sein können. Naja. Ja, schon wieder so eine. Und nochmal so eine. Jetzt kommen wahrscheinlich diese Magier hier die ganze Zeit. Diese Zauberer oder wie auch immer die sich nennen. Auf Lemmy ein. Na, ja. Du hast recht, Lemmy. Okay, die letzte Verstärkung quasi. Oder? Na ja, gut, es können schon noch mehr kommen. Aber ich denke mal nicht, dass noch mehr Truhen kommen. Söldnerrüstung aufgehoben. Ah, okay. Aber trotzdem, die ist nicht besser. Hm. Aber ich denke mal, ist auch der Stand dieses Levels. Und jetzt noch ein Dynamit. Wenn du das Schatten hast. Oh yes, die große Halle. Yes, jetzt ist geschlossen. Ui! So, ich hoffe mal, dass... hier gut Schaden machen. Ja doch, das zieht ihm schon einiges ab. Lemmy, danke, dass du mich da so beschützt. Ui! Wo bist denn jetzt du? Boah! Alter!
Oh Mann, geh nicht drauf, bitte. Oh Mann. Ich brauch unbedingt einen Heiltrank. Oh, verdammt. Ey, der haut aber auch rein hier. Ey, ich brauch den Heiltrank. Alter. Okay, lass mich den mal auslösen, bitte. Oh, der hat ihm nichts gemacht. Der war heftig. Der war echt heftig. So, okay. Und, aber geben tut's hier nichts, oder wie? Oder kommt jetzt hier noch was? Nutze den Bergwerksaufzug. Entkomme aus der Schmiede. Na dann. Können sie ja nichts, ne? Bloß wenn die halt in einer Überzahl auftreten, dann kann das schon ganz schön haarig werden. Ich muss mich da natürlich umgucken, das ist klar, ne? Auch nichts weiter. Alles klar. Dann ab doch die Mitte. Halt. Ich will nicht unbedingt in der Lava baden. Das war's. Alles klar. Yes! Die Feuerschmiede ist zerstört. Und die Kriegsmaschinen der Illager sind Geschichte. So soll's sein. Jawohl. Ja, klasse. Also, die Mine hat's schon in sich gehabt, gerade mit diesen Golems. Also, wenn du da nicht die ganze Zeit am Ausweichen bist, dann... So, zeig mal, was du Schönes hast für mich. Flammenköcher 20, yes. Das ist doch mal cool, oder? Weil unsere hat ja nur 16... 17 Fernkampfschaden pro Sekunde, 30 Sekunden Abklingzeit. Und der andere hat 14 Fernkampfschaden. Alles klar, nur war der auf jeden Fall schon mal besser. So, was haben wir hier? Verstärkte Kettenrüstung. Der ist aber trotzdem 74 Gesundheit, Pfeile. Aber was hat er für Ding? 3% Gesundheit zurück, Geschossabwehr und elektrisiert. Nee, da lasse ich das hier und würde sagen, da baue ich dann auch gleich einmal noch das zweite aus mit der Gesundheit. So. Ja, so machen wir das. Mensch, die Musik ist ganz schön laut hier in dem Part. Aber gut,
Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und dann bin ich mal gespannt, was uns dann im nächsten Part erwarten wird. Insofern, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.